So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Resident Evil Remake im Normalmodus. Und im letzten Part haben wir bereits ein paar weitere Masken gefunden und ich habe noch eine vergessen, glaube ich. Na, die ist quasi genau über mir. Es war eine relativ einfach zu erreichende Maske und wenn wir diese Maske haben, gehe ich hier zurück, sammle die anderen Masken und dann geht es auch schon zum ersten, ja, kleinen Bossfight. Der ein oder andere wird vielleicht schon ahnen, wen ich meine. Und im letzten Part haben wir den ersten Kontakt mit der Schlange gehabt. Leider habe ich nicht das Schrotgewehr bekommen, wie ich wollte. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie improvisieren. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, das war das Rätsel hier nämlich mit dem, mit den Statuen. Relativ einfach, möchte ich sagen. Ich habe das bisher immer ganz gut hinbekommen. Ihr seht schon, die Statuen bewegen sich und wenn wir eine verschieben, verschiebt sich auch die andere. Na, das war vielleicht nicht so gut. Wenn ich jetzt, glaube ich, die verschiebe, dann wird sich die Neige dann noch verschieben. Ja, klasse. So, das hatten wir gelöst. Und jetzt schnappen wir uns mal die Masken. Dam, 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 dam. Jetzt habt ihr Kasten, Schmuckkasten mitnehmen. Ja. Sorry Leute, der Audio-Recorder ist kurz abgeschmiert, beziehungsweise der Recorder. Und es kann weitergehen. So, was haben wir in dem schönen Kästchen drin? Wir untersuchen. Da ist ein Bild von seinem Mond. Sonnenlicht erweckt mich. Da ist ein Schalter drin. Nein, der war nicht. Vielleicht war der. Ja, und da haben wir das gute Stück. Die letzte Maske, die wir brauchen. Um unseren guten Gevatter in der Gruft dort zu erwecken. Aber vorher werde ich noch mal mich für diesen Kampf ausstatten. So, und das machen wir nämlich folgendermaßen. Lasse ich hier und die Masken nehme ich mit. Das Gewehr werde ich nicht mitnehmen, da ich glaube, ich habe keine Munition dafür mehr. Nee, ich werde mal die Geheimwaffe auswählen, und zwar die Brandsätze. So, komm hier erstmal und lass dann die Normalgranaten hier.
um es ein klein bisschen spannender zu machen, ohne Heilung. Weil den will ich mir zudem auch ein bisschen sparen. Na, ich muss einen anderen Weg gehen. Gut, dann nehme ich halt den oberen Weg. Hätte ja sein können, dann wäre es eine prima Abkürzung gewesen, aber so eben nicht. Übrigens, auf dem Weg dahin kann ich sagen, ich hatte die Woche nicht ganz so viel Zeit zum Aufnehmen, weil ich in ein anderes Internatszimmer, so eine Außenwohn-WG, umgezogen bin und ja immer noch quasi am Sortieren bin und Einrichten. Und mein Nachbar, der kommt ein bisschen später. Und ja, deswegen hatte ich jetzt die Woche auch kaum Zeit, irgendwas aufzunehmen. Und vor allem die Konsolenspiele muss ich auch noch ein bisschen nachholen und der macht das jetzt quasi nochmal fix. Ein Projekt fehlt dann noch und dann ist es auch vom Tisch. So, hier ist kein Gevatter draußen. Kein Zombie, kein Crimson Head. Alles wunderbar bisher. Das war's nicht. Tja, ja, da kommt der gute Vater. So, und laut Informationen müssten Brandgranaten gegen Crimson Heads eigentlich ganz gut wirken. Und ich hoffe mal, dass sich das gleich bestätigen wird. Aber eigentlich müsste ich locker ausgerüstet sein für diesen Kampf. Vielleicht finde ich sogar ein bisschen Munition. Oder warte mal, finde ich sie bereits jetzt hier in der Ecke? Nee, da liegt nichts. Es geht los. Automatisch. Gut, dann kann es jetzt losgehen. So, da liegt unser Gegner. Und der Kampf ist eröffnet. So, komm, steh wieder auf. Wow, du hältst ein bisschen mehr raus, Freundchen. Hätte ich gar nicht erwartet. Das war unbeabsichtigt, aber gut, drei Brandgranaten. Die Tatsache Feuer gegen Crimson Heads hat sich also hier bewährt. Vor allem hier gegen Prototyp. Und ich habe noch schön Gewehrmunition angesagt. So, was haben wir hier? Schalten nach draußen, hier ist etwas. Steinmetallobjekt mitnehmen. Ja, natürlich. Weil damit kommen wir gleich in einen neuen Bereich.
Und dieser Bosskampf lief ganz gut, Leute, finde ich. Drei Brandgranaten, das war relativ okay. Wartet mal, vielleicht kann ich hier die Abkürzung nehmen. Dann gehen wir damit gleich weiter. Bis zum nächsten Save Point. Und derweil. Netter Rahmen. Da weiß ich jetzt ein Glück, wo der ist, ne? Müsste jetzt bloß draußen so ein Köter rumlaufen. Ansonsten kaum was. Gut, also möglichst fix hier durch. Ja, wir machen mal die Ausweichtechnik. Vergiss. Ses. Hallo? Ja, wenn du das Ding mal einsetzen würdest, wäre das nicht passiert. Danke, jetzt habe ich erstmal tolle Energie verloren. Oh, das war jetzt unnötig. Hätte sie bereits jetzt ein bisschen früher das Teil eingesetzt, wäre das jetzt nicht passiert. Gut, aber meine Heilung reicht noch. Sag ich mal. Erste Hilfe-Spray nehmen wir mit. Da ist eine Batterie. Die werde ich mir noch aufheben. Und ich plane auf dem Rückweg, mir die Magnum bereits rauszuholen. Weil wenn da später Zombies sind, dann. Ja. Und gleich eine Cutscene, glaube ich. Gut, das war eine Warnung, sich vom Wald fernzuhalten und das Monster in Ketten, dazu kommen wir noch. Machen wir erstmal das hier. So, mal sehen, ob ich das jetzt auf Anhieb hinkriege. Alles Norden und Westen. Wird sich gleich zeigen. Nee, es war glaube ich andersrum. Hier Norden. Und auf der anderen Seite Westen. Weil mit Chris lief das Rätsel auch noch ganz recht gut. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt mit Jill auch ganz gut klappt. Okay, das war die Kombination. Ich habe es halt nur ein bisschen verkehrt herum gemacht. Aber egal. Los geht's in das Creepy House. Vorbei an den Creepy Creepen, die uns nichts anhaben können. Und tschüss.
Oh Gott, ja, da ist sie schon. Wer bereits mein letztes Let's Play gesehen hat von diesem Spiel, der weiß, wie er da geschrien hat. Und ich kann jetzt schon sagen, diese Geschichte rührt mich immer wieder. Aber dazu kommen wir noch. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Warte mal, wir können mal auf die Karte gucken. Also blinken tut hier was. Das heißt, hier muss irgendwo noch was sein. Ist doch irgendwo was. Problem ist nur, ich sehe leider nicht wo. Weil eben das ganze Gras hier im Weg liegt. Aber ich glaube, das war Kraut, was hier rumliegt. Irgendwo. Das mal hier oben vielleicht? Ach, hier geht's zum Haus. Ist auch nichts. Gut, ja, wird bestimmt irgendwo nur Kraut sein. Gehen wir mal ins Haus rein. Dieses Kamin da sieht frisch aus. Da haben wir eine Karte vom Innenhof. Ich glaube, da war tatsächlich nichts mehr. Hab ich mich wohl geirrt? Ein Familienfoto. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi ist angegriffen. Mami angegriffen. In rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt, Mami. Wo? Weiß nicht, Papi. Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen. Kein Beweg mehr. Sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. 4. Mami. Wo? Bin so allein. Habt ihr gerade mal einen englischen Text da bemerkt? Na gut. My dearest Lisa. Armes Mädchen, sag ich mal, aber ja. Zu mehr komme ich dann später noch. Erstmal ein bisschen abladen. So, da haben wir eine Winde. Ach, wie schön. Creepy Musik. Irgendjemand ist gekommen. Und so, geil, jetzt sind wir erstmal ohnmächtig.
Nein. Geh weg. Schnell raus hier. Die ist mir absolut nicht geheuer, auch wenn sie mir leid tut. Ja, diese junge Dame, die ihr vorhin gesehen habt, war die gute Lisa. Und die gute Lisa... Oh, hi. Die gute Lisa ist hinter uns her. Und sie will nicht mit uns Kaffee trinken. Nein, sie hat es auf uns abgesehen, genau wie der Kollege da, den wir ganz leicht austricksen können. Ah, das ist ein schön einfacher Zombie. Oh nein, ich hab... Oh, shit. Vergesslichkeit. Ich habe das Windwappen vergessen. Ich wollte doch die Magnum holen. Shit. Gut, das heißt, ich werde nochmal ins Haus zurück. Und mich mit der Batterie irgendwie an dem Hund vorbeischleusen. Ja, wie ihr meinen Gesundheitszustand bereits sehen könnt. Ich habe den Hund nochmal bekämpft, das heißt aus dem Weg geräumt ist, und ja, jetzt ist das einzige Ziel in diesem Part nur noch, die Magnum zu finden. Beziehungsweise zu holen. Was sich ja nun jetzt nicht als so schwer gestalten dürfte. Weil das war ja ein recht einfaches Rätsel. Gut, die Krähen könnten vielleicht ein bisschen stören, aber ich glaube, die machen nicht ganz so viel Schaden. So, jetzt bitte Glück, verlass mich nicht. Und lass mich das noch schaffen. Oh nein, verschwindet. Scheiße, schon Gefahr. Stell mal. Ja. Betätigen? Ja. Nummer 2. Und Nummer 3. Jetzt bloß noch einsetzen. Block. Block. Und. Block. Hell yeah. Da ist die Magnum. Und jetzt ganz schnell weg hier. Nein, 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 nein. Geht weg, 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 weg.
So, theoretisch ist es jetzt schon geschafft, weil hier sind keine Gegner mehr. Auf dieser kurzen Strecke. Werde jetzt auch noch bis zum Shoppen laufen. Und im nächsten Part kann ich schon sagen, erwartet uns eine relativ, ja, eine leicht knackige Strecke zur Residenz rüber. Aber ich denke mal, auch das werden wir schaffen. Und ich sag schon mal, das war's für heute von Resident Evil Remake im nächsten Part, ja. Sehen wir dann, was uns hinter dieser Tür hier erwartet. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.